Willkommen zu einem weiteren Video und heute soll es einmal darum gehen, wie wir mit unserem iPhone jetzt in diesem Fall ins Internet kommen, indem wir das iPhone an ein PC oder Notebook anschließen, so dass wir nicht mehr über WLAN oder das Netzwerkkabel ins Internet gehen, sondern wirklich über das iPhone, denn gerade in Deutschland haben wir ja so ein paar Internetprobleme, sind da eher dritte weltmäßig unterwegs, von daher ist das Smartphone eine schöne Alternative und dafür habe ich mein Smartphone auch einmal geöffnet und wie wir jetzt hier so in diesem Bereich sehen, auf den ersten Blick scheint es sehr einfach zu sein, indem man einfach nur das Smartphone anschließt, aber das Ganze funktioniert nur mit einem Programm und das gehen wir jetzt gemeinsam durch. Zunächst einmal werde ich die Internetverbindung bei mir kappen und wie wir jetzt nun hier sehen, die Verbindung ist getrennt. Auch mein Smartphone hat sich desynchronisiert, weil ich nicht mehr im Internet bin. Von daher sind wir jetzt offline, genau das, was wir eigentlich machen wollten. Nun werden wir das Smartphone einmal mit dem PC verbinden. Doch zuvor müssen wir einmal iTunes öffnen. Also iTunes solltet ihr auf dem PC haben. Wir haben auch hier keine Internetverbindung. Okay, müssen wir leider mit leben. Stöpseln nun das Smartphone an. Müssen das Ganze jetzt bestätigen. Der Prozess läuft durch. Auch auf dem Smartphone müssen wir uns jetzt nochmal verifizieren. Und nun sind wir auch schon im Internet. Denn wir sehen jetzt hier, das ist das normale Netzwerk. Und hier sind wir auch schon verbunden mit dem Netzwerk Nummer 3. Und wenn ich nun einen privaten Browser öffne, dann sind wir im Internet unterwegs. Funktioniert also recht schnell. Unproblematisch, wenn wir zuvor iTunes installiert haben. Wichtig dafür ist, dass wir unterscheiden zwischen der 32 und der 64-Bit-Version, denn als ich mal ohne Internet dastand, wollte ich mir das Ganze auch installieren, bin an die 32-Bit-Version gekommen, nicht an die 64-Bit. Ich werde euch unten einfach mal in die Infobeschreibung die beiden Downloads reinpacken, damit ihr nicht groß suchen müsst. Und was wir jetzt nochmal eben schnell machen werden, ist ein Speedtest. Dieser ist jetzt natürlich nicht repräsentativ, da ihr von Anbieter zu Anbieter andere Daten bekommt. Wir sehen auch hier jetzt, ich bin mit O2 unterwegs. Das passt, das ist mein Anbieter. Die Downloadrate 10 Mbit reicht mir jetzt erstmal aus. Für mich ist der Upload immer deutlich wichtiger als der Download. Und da werden wir gleich einmal schauen, was das Smartphone imstande ist zu leisten. 10 Mbit, teilweise sogar mehr als mit einer normalen Internetverbindung. Also hier ist der Upload wirklich sehr schön und vernünftig, auch stabil. Und damit wären wir jetzt auch schon durch. Wir haben das Smartphone mit dem PC verbunden über iTunes. Bauen wir die Verbindung auf und damit sind wir auch schon durch. Deswegen solltet ihr iTunes noch nicht drauf haben. In der Infobeschreibung findet ihr den Link. Wenn ihr dieses Prozedere, so wie jetzt von mir durchgeführt, auch selber ausprobieren und durchführen möchtet, iTunes installieren, Smartphone anschließen, das war's. Was eventuell passieren könnte, wäre, dass ihr das Smartphone nicht gleich beim ersten Mal ins Internet bekommt. Vielleicht müsst ihr dann das Kabel nochmal abziehen, neu einstecken. In den meisten Fällen sollte es aber beim ersten Mal klappen. Ich habe aber auch gerade bei meinem ersten Durchlauf, musste ich das glaube ich 2-3 Mal anstöpseln, bis er es wirklich erkannt hat. Aber an sich funktioniert das Ganze wirklich sehr schön, wunderbar, zuverlässig und ist auch eine schöne Alternative zum klassischen Internet, so wie wir es kennen. Und je nachdem, wie sich diese Technik weiterentwickelt, könnte das vielleicht auch ein ernstzunehmender Konkurrent werden.